Und zwar von Daniel Wirth. Das Karlspreis-Direktorium ist immer bemüht, auch junge Leute mit in diesen Karlspreis zu nehmen. Und Daniel Wirth kommt hier aus der Region, ist in Heinsberg geboren und hat schon eine kleine Karriere hinter sich. Viele kennen ihn vielleicht aus der Show Sing meinen Song. Er spielt das verheißene Glück. Die Alten, sie wussten, weil sie's noch erlebt. Drum gaben den Nächsten sie's mit auf den Weg. Dass Freiheit nicht Gabe des Himmels ist, sondern dass man sie mühsam selbst erzeugen muss. Doch irgendwann fanden die Stimmen Gehör, die sagten, Wahrheit von damals sei heute keine mehr. Sie sprachen von Aufbruch und von Neubeginn, hatten ganz anderes dabei im Sinn. Und so brach man dann auf, Mann und Maus, ins verheißene Glück. Nur die Freiheit, nur die Freiheit ließ man zurück. Versprochenes Glück stellte sich nicht ein, also brauchte man jemand zum Schuldransein. Es wurde gesucht, gefunden und erklärt, dass die Wahrheit zu kennen nicht Volkes Sache wär. So wurde sie schließlich einfach annektiert, gefälscht und verbogen, monopolisiert. Man gewöhnte sich schnell an diesen neuen Klang und es fiel niemandem auf, als sie für immer verschwand. Und so brach man dann auf, Mann und Maus, ins verheißene Glück. Nur die Freiheit, nur die Freiheit ließ man zurück. Und so brach man dann auf, Mann und Maus, ins verheißene Glück. Nur die Freiheit, nur die Freiheit wollte nicht mit. Nur die Freiheit wollte nicht mit. Daniel Wirth war das. Und jetzt wird sich Emmanuel Macron in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Und es gibt uns noch mal ein bisschen Zeit.